Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Milena Mitschiko-Flascher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Milena Mitschiko-Flascher ist Autorin von bisher 4 Büchern. Die 2 letzten Romane, die sie veröffentlicht hat, Ich nannte ihn Krawatte und Herr Kato spielt Familie, waren große Erfolge sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik. Beide Bücher spielen in Japan. Das ist jetzt deswegen interessant, weil Sie ja eine St. Pöltnerin sind. Es gibt zwar einen familiären Japan-Bezug, aber trotzdem fällt es auf, dass Japan der Hauptschauplatz eigentlich der meisten Bücher von Ihnen ist. Was macht Japan als literarischen Ort so spannend für Sie? Ich denke, es ist die Ferne ganz einfach, die Distanz zu dem Ort und der Versuch, dort etwas spielen zu lassen, was dennoch ganz, ganz nahe kommt. Begonnen hat es ja damit, dass ich bei meinem vorvorletzten Buch, Okasan, meine unbekannte Mutter, die Hauptfigur ganz am Ende auf eine Reise nach Japan geschickt habe, ohne dass sie diese Reise noch angetreten ist. Und ich habe dieses Buch dann weggelegt und dann war tatsächlich das Gefühl da, was wäre, wenn ich aber tatsächlich mit einem Buch dorthin fahren würde? Wird mir das überhaupt gelingen, obwohl ich ja nie dort gelebt habe? Meine Mutter ist Japanerin, sie hat mit uns Kindern auch Japanisch gesprochen, das heißt, Japan war bei uns in der Familie präsent, aber dennoch ist es auch für mich ein fremdes Land und würde es mir gelingen, es trotzdem lebendig zu machen, auch sowohl für mich als auch für den Leser. Und das war am Anfang eher so ein spannendes Gedankenexperiment, dann aber auch eben der feste Entschluss, es tatsächlich zu probieren. Und das war dann das Buch, Ich nannte ihn Krawatte. Die Themen, die Figuren natürlich sind japanisch, aber die wirklichen Themen, um die es geht, die sind sehr allgemeingültig. Ist diese Distanz eine Voraussetzung dafür, dass Sie da auch fast so etwas wie ein Labor erzeugen können, wo Sie bestimmte Themen aus dieser Distanz heraus besonders genau und auf eine ganz eigene Art und Weise beleuchten können? Ich denke auch, dass die Distanz auf jeden Fall dabei hilft, auf die Dinge ganz anders zu schauen, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu schauen. Ich wollte auch auf keinen Fall so urtypisch japanische Bücher schreiben. Ich wollte auf jeden Fall Bücher schreiben, die zwar in Japan spielen, aber tatsächlich eigentlich überall spielen könnten. Und ich wollte Bücher schreiben, wo die Leser nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt auf was Fremdes schauen, sondern dass sie durch dieses Fremde hindurch auf sich schauen können und auf Eigenes schauen können und sagen können, ich schlüpfe jetzt tatsächlich in die Schuhe von jemandem und fühle, dass sie zum Teil auch meine sind. Gerade auch bei diesem Buch, ich nannte ihn Krawatte, die Figur des Hikikomori, des Zurückgezogenen, des Einsiedlers, das ist einem natürlich irgendwo fremd, auch die Vorstellung, man könnte zum Beispiel selbst auch so leben. Auf der anderen Seite, es gibt bestimmt auch einen gewissen Hikikomori-Anteil in jedem von uns. Und das sichtbar zu machen und das auch greifbar und erlebbar zu machen für den Leser, das würde mich freuen, wenn es mir gelungen wäre. Hikikomori ist ja eine japanische Erscheinung, wenn man so will. Wenn ich es recht verstanden habe, sind das junge Menschen, die aufgrund des Schulstress, des Drucks, dem sie ausgeliefert sind, sich einfach komplett isolieren und zu Hause bleiben und den Kontakt nach außen völlig einschränken. Genau, und das für mindestens ein halbes Jahr. Also das ist, oder kann aber natürlich länger gehen, das sind Jugendliche, die oftmals Monate, aber auch eben Jahre und Jahrzehnte in ihrem Zimmer eingesperrt leben. Es ist jetzt auch ein neues Problem, dass die ja auch immer älter werden und dass ihnen die Eltern sozusagen wegsterben. Wer kümmert sich dann um sie? Das ist tatsächlich einerseits ein japanisches Phänomen, andererseits höre ich immer wieder auch Belesungen in Österreich oder auch in Deutschland, dass es das bei uns genauso gibt. Und jeder, eigentlich bei jeder Lesung gibt es einen, der sagt, ich kenne auch jemanden, der sich derart weggesperrt hat. Also ich glaube, es geht da ganz stark um einen Rückzug, um sich selber zu schützen. Dann aber auch, glaube ich, um eine Form des Nicht-Erwachsen-Werden-Wollens. Also
die sperren sich ja in ihrem Kinderzimmer ein. Das ist, denke ich, auch ganz symbolisch, dass man versucht, in diesem Kinderzimmer irgendwo die Zeit anzuhalten. Was natürlich nicht möglich ist, es ist eine Illusion, aber es ist gewissermaßen eine kleine innere Rebellion, die auch dahinter steckt. Also eine Art Implosion vielleicht statt einer Explosion. Also man geht nicht nach draußen und schlägt Dinge kaputt, sondern man zieht sich komplett in sich zurück und macht aber auf diese Art natürlich auch sehr vieles kaputt, beschädigt sehr vieles, beschädigt Beziehungen, beschädigt das Familiengefüge. Auf der anderen Seite, der zweite Protagonist von Ich nannte ihn Krawatte, ist ja jemand, der auf eine andere Art genauso isoliert ist. Und das ist jetzt jemand aus einer Bevölkerungsgruppe, die bei Ihnen auch immer wieder vorkommt und gerade in den letzten beiden Büchern eine wichtige Rolle spielt. Das sind Männer, die altersmäßig knapp vor oder schon im Ruhestand sich befinden und die auf eine ganz eigene Art auch wieder isoliert sind. Ist das etwas, was Sie besonders reizt, diese Situation des Endes des Berufslebens, wo man dann quasi merkt, was man an Träumen alles nicht ausleben konnte, wo man einen Druck fast verspürt, Träume auszuleben, die man vorher nicht ausleben konnte? Das vielleicht einerseits, also auch die Frage von Identifikation, womit identifiziere ich mich eigentlich? Ist es wirklich die Arbeit, mit der ich mich identifiziere? Ist es das Leisten, das Schaffen, das Erfolgreichsein, das irgendwo hinstreben? Oder gibt es da schon auch noch andere Teile in mir, die ich sind? Auf der anderen Seite war es beispielsweise jetzt bei der Krawatte so, dass ich für den Jüngeren ein Gegenüber gebraucht habe. Also ich habe für ihn, am Anfang war ja die Idee, ich schreibe über einen Hikikomori. Da bin ich aber irgendwie nicht weitergekommen und es erschien mir eigentlich auch langweilig, über jemanden zu schreiben, der sich einfach nur in seinem Zimmer eingesperrt hat. Also es war dann wirklich der Gedankensprung hin zu jemandem, der tatsächlich das Zimmer verlässt, nach draußen geht und dann das Paradoxe, er braucht eine Begegnung, um sich überhaupt darüber klar zu werden, was ihn dazu gebracht hat, sich derart wegzusperren. Und da brauchte es eben dieses Gegenüber, diesen Älteren. Und mir schien das eigentlich fast wie so ein spiegelbildlicher Charakter auch zu dem Jüngeren, der eben, so wie Sie sagen, genauso isoliert ist, genauso unter dem Dilemma leidet, etwas nicht getan zu haben, etwas versäumt zu haben, versagt zu haben. Und genau diese Blase, in der sich da beide befinden, ermöglicht es ihnen dann auch, sich näher zu kommen und einander Dinge anzuvertrauen, die sie ja sonst nie, nicht einmal dem Nächsten, also nicht einmal Familienangehörigen der Frau oder den Eltern anvertrauen würden. Und beim Herrn Kato war es dann aber tatsächlich eher der Ruhestand, der mich interessiert hat, der aber bei ihm eben nicht zum Zustand der Ruhe führt, sondern eher ganz im Gegenteil zum Zustand der Unruhe und dann auch rückblickend eigentlich eine Art Leere erzeugt und eine Ödnis, die er dann ja doch auch zum Teil wenigstens auffüllt durch sein Spielen. Nachdem wir jetzt schon so viel über den Krawatte gehört haben, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, dass Sie diese beiden Figuren uns ein bisschen vorlesen. Sehr gerne. Ich nannte ihn Krawatte. Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen. Rot-graue Streifen an seiner Brust, so will ich ihn in Erinnerung behalten. 7 Wochen sind vergangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. In diesen 7 Wochen ist das Gras dürr und gelb geworden. Die Zikaden sitzen zirpend in den Bäumen. Unter meinen Füßen knirscht der Kies. Im prallen Licht der Mittagssonne sieht der Park seltsam verödet aus, aufgeplatzte Blüten an Ästen, die sich müde zu Boden neigen. Ein blassblaues Taschentuch im Gestrüpp, kein Windhauch bewegt es. Die Luft ist schwer und drückt auf die Erde herab. Ich bin ein zusammengedrückter Mensch. Ich nehme Abschied von einem, der nicht mehr wiederkommt. Seit gestern weiß ich es, er kommt nicht mehr wieder. Über mir spannt sich ein Himmel, der ihn für immer in sich aufgesogen hat. Noch kann ich nicht glauben, dass unser Abschied ein endgültiger ist. In meiner Vorstellung könnte er in jedem Augenblick auftauchen, vielleicht als ein anderer, vielleicht mit einem anderen Gesicht, mir einen Blick zuwerfen, der sagt, ich bin da. Kopf gegen Norden, den Wolken nachlächeln. Er könnte,
Deshalb sitze ich hier. Es ist unsere Bank, auf der ich sitze. Bevor sie zu unserer wurde, war sie meine gewesen. Ich kam hierher, um mir darüber klar zu werden, dass der Riss in der Wand, jener hauchfeine Sprung quer über den Regalen drinnen wie draußen seine Gültigkeit hat. 2 ganze Jahre hatte ich damit verbracht, ihn anzustarren. 2 ganze Jahre in meinem Zimmer, im Haus der Eltern. Hinter geschlossenen Augen hatte ich seine gebrochene Linie nachgezeichnet. Sie war in meinem Kopf gewesen, hatte sich darin fortgesetzt, war mir ins Herz und die Adern eingegangen. Ich selbst ein blutleerer Strich, meine Haut totenbleich, da keine Sonne sie beschien. Manchmal hatte ich Sehnsucht nach ihrer Berührung. Ich stellte mir vor, wie es wäre, nach draußen zu gehen und endlich zu verstehen. Es gibt Räume, die man niemals verlässt. An einem kalten Februarmorgen gab ich meiner Sehnsucht nach. Durch den spaltenden Vorhängen konnte ich einen Schwarm Krähen ausmachen. Sie flogen auf und nieder, auf ihren Flügeln die Sonne, sie blendete mich. Einen stechenden Schmerz in den Augen tastete ich mich die Wände meines Zimmers entlang bis zur Tür, stieß sie auf, zog mir Mantel und Schuhe an, eine Nummer zu klein, ging hinaus auf die Straße und weiter an Häusern und Plätzen vorbei. Trotz der Kälte rann mir der Schweiß von der Stirn und ich empfand eine sonderbare Genugtuung darüber. Ich kann das noch. Ich kann einen Fuß vor den anderen setzen. Ich habe es nicht verlernt. Alle Mühen, es zu verlernen, sind umsonst gewesen. Ich versuchte nicht, mich zu täuschen. Nach wie vor ging es mir darum, für mich zu sein. Ich wollte niemandem begegnen. Jemandem zu begegnen bedeutet, sich zu verwickeln. Es wird ein unsichtbarer Faden geknüpft, von Mensch zu Mensch, lauter Fäden, kreuz und quer. Jemandem zu begegnen bedeutet, Teil seines Gewebes zu werden. Und dies galt es zu vermeiden. Heute begreife ich, dass es unmöglich ist, jemandem nicht zu begegnen. Indem man da ist und atmet, begegnet man der ganzen Welt. Der unsichtbare Faden hat einen vom Augenblick der Geburt an mit dem anderen verbunden und ihn zu kappen. Dazu bedarf es mehr als nur eines Todes und es nützt nichts, dagegen zu sein. Als er auftauchte, hatte ich keine Ahnung. Ich sage, er tauchte auf, denn so war es. An einem Morgen im Mai war er plötzlich aufgetaucht. Ich saß auf meiner Bank, den Kragen hochgeschlagen. Eine Taube flog auf. Mir wurde schwindlig von ihrem Flügelschlag. Als ich die Augen zu und wieder aufmachte, war er da. Ein Saladi-Mann Mitte 50. Er trug einen grauen Anzug, ein weißes Hemd, eine rot-grau gestreifte Krawatte. In seiner rechten schlenkerte eine Aktentasche, braunes Leder. Er ging sie hin und her schlenkernd, mit vornüber geneigten Schultern und abgewandtem Gesicht. Irgendwie müde. Ohne mich anzuschauen, setzte er sich auf die gegenüberliegende Bank, schlug ein Bein über das andere, verharrte so, bewegungslos, das Gesicht in seiner Abgewandtheit gespannt. Er wartete auf etwas. Etwas würde geschehen, gleich. Erst nach und nach lösten sich seine Muskeln und er lehnte sich seufzend zurück. Solchen Seufzen, in ihm war das etwas, welches nicht geschehen war. Ein flüchtiger Blick auf die Uhr. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Der Rauch stieg in Kringeln empor. Das war der Beginn unserer Bekanntschaft. Ein scharfer Geruch in meiner Nase. Der Wind blies den Rauch in meine Richtung. Noch ehe wir Namen ausgetauscht hatten, war es dieser Wind, der uns miteinander bekannt machte. Das war jetzt so die allererste Begegnung zwischen den beiden. Sie nähern sich dann im Laufe der Handlung aneinander an. Und erzählen einander davon, was sie eigentlich in diesen Park, auf diese Parkbank gebracht hat. Sie sitzen am Ende auch nur noch auf einer Bank. Ich möchte in der nächsten Textstelle kurz nochmal dem Jüngeren eine Stimme geben. Und zwar erzählt er da von seinem Einsiedler-Dasein, von seinem Hikikomori-Dasein. Ich bin kein typischer Hikikomori. Keiner von dem in den Büchern und Zeitungsartikeln, die man mir dann und wann zur Lektüre auf die Schwelle legt, die Rede ist. Ich lese keine Mangas, ich verbringe den Tag nicht vor dem Fernseher und die Nacht nicht vor dem Computer. Ich baue keine Modellflugzeuge. Von Videospielen wird mir schlecht. Nichts soll mich ablenken von dem Versuch, mich vor mir selbst zu bewahren. Vor meinem Namen etwa, vor meinem Erbe. Ich bin der einzige Sohn.
von meinem Körper, dessen Bedürfnisse nicht aufgehört haben, mich zu erhalten, von meinem Hunger, von meinem Durst. In den 2 Jahren, die ich abgesessen habe, überkam mich mein Körper 3-mal am Tag. Ich schlich dann zur Tür, öffnete sie einen Spalt weit, nahm das Tablett hoch, das Mutter mir hingestellt hatte. Wenn niemand zu Hause war, schlüpfte ich hinaus ins Badezimmer. Ich wusch mich. Seltsam, dieses Bedürfnis, mich zu waschen. Ich putzte mir die Zähne und kämmte mir die Haare, sie waren lang geworden. Ein Blick in den Spiegel. Es gibt mich noch. Ich unterdrückte den Schrei, der in meiner Kehle saß. Auch vor ihm wollte ich mich bewahren, vor meiner Stimme, vor meiner Sprache. Der Sprache, in der ich nun festhalte, dass ich nicht weiß, ob es den typischen Hikikomori überhaupt gibt. So wie es die unterschiedlichsten Zimmer gibt, gibt es die unterschiedlichsten Hikikomoris, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen und auf die unterschiedlichste Art und Weise in sich verkrochen haben. Während der eine, ich habe von ihm gelesen, seine dahinschwindende Jugend damit verbringt, die immer gleiche Melodie auf einer nur dreiseitigen Gitarre einzuüben, hat der andere, auch von ihm habe ich gelesen, eine Sammlung von Muscheln angelegt. Nachts, wenn es dunkel ist, läuft er die Kapuze überm Kopf ans Meer und kehrt erst dann wieder heim, wenn der Morgen graut. Mein Glück ist es, dass man mich bis heute in Ruhe gelassen hat. Denn es gibt auch solche, die man herausgelockt hat. Man verspricht ihnen eine Wiedereingliederung, Genesung auch, Arbeit, Erfolg. Mit diesem dünnen Versprechen auf den Lippen werden sie Schritt für Schritt zurück in die Gesellschaft jenes große Gemeinsame geführt. Man gewöhnt sie daran, ihr gefällig zu sein. Man harmonisiert sie. Ich aber habe Glück. Man rechnet nicht mit mir. Man schickt mir keinen Sozialarbeiter vor das Zimmer, der stundenlang auf mich einredet. Die Bücher und Zeitungsartikel, wenn ich umblättere, Vaters Aftershave, dann wieder ein dumpfes Klopfen, Mutters Fingerabdruck in einem der Reisbällchen. Dieses wenige Leben ist gerade genug, gerade noch aushaltbar. Man gewährt es mir. Das ist mein Glück. Teil einer Familie zu sein, die es mir gewährt, mich zu verschließen, aus Scham wohlgemerkt. Niemand soll wissen, dass ich ein Hikikomori bin. Den Nachbarn hat man erzählt, ich sei auf Austausch in Amerika und nachdem ich nun wieder nach draußen gehe, hat man ihnen erzählt, ich sei zurückgekommen, bräuchte Zeit, mich an die Heimat zu gewöhnen. Mein Glück ist es, Teil einer Familie zu sein, die sich für mich schämt. Und vielleicht ist es dieses Glück, das einen Hikikomori am ehesten kennzeichnet. Das Glück auf unabsehbare Zeit aus dem Geschehen und Geschehenwerden, aus dem Zusammenspiel von Ursache und Wirkung befreit zu sein, ohne ein menschliches Ziel vor Augen und ohne den Willen, es zu erreichen, in einem ungeschehenen Raum zu verharren. Eine Kugel, die still im Abseits liegt und keine andere in Bewegung setzt. Indem man sich aussperrt, fällt man aus dem engmaschigen Geflecht von Kontakten und Beziehungen und man ist erleichtert darüber, nichts dazu tun zu müssen. Diese Erleichterung. Man muss keinen Beitrag mehr leisten. Endlich gesteht man sich ein, dass einem die Welt vollkommen gleichgültig ist. Kann man sagen, dass alle diese Figuren, also diese beiden Protagonisten in, ich nannte ihn Krawatte, aber das gilt auch für Herrn Cartaud, das gilt auch für die junge Frau, die Herr Cartaud kennenlernt, denn Name, der ein wirklicher Name ja nie so wirklich klar wird, kann man sagen, dass die alle auf der Suche nach der Frage sind, wie man leben soll? Ja, und vor allem, wie man, ich denke, es ist auch eine Frage nach Wahrhaftigkeit, wie man wahrhaftig leben kann. Der Junge zum Beispiel, also von dem ich jetzt gerade gelesen habe, der ist ja auch ein ganz genauer Beobachter von seinem Umfeld, auch von den Eltern beispielsweise, wie die sich verhalten, wie die sich benehmen in gewissen Situationen, was für Masken sie sich dabei auch aufsetzen, auch innerhalb der Familie. Und genauso beim Herrn Cato ist es ja auch so, dass die gerade in der Familie eigentlich die ganze Zeit gespielt wird und auch hier es eigentlich einen Mangel an Echtheit und an echter Begegnung gibt, wo die wichtigsten Dinge eigentlich immer verschwiegen werden oder immer in wichtigsten Momenten aneinander vorbeigeschaut wird, aneinander vorbeigeredet wird. Und das ist etwas, was beispielsweise jetzt eben diesem Jungen nicht gefällt. Und er möchte eigentlich nicht auf diese Art und Weise sein Gesicht verstecken müssen. Noch dazu ist er ja auch noch in einem Alter, wo er noch nicht mal sein Gesicht gefunden hat. Er hat ja eigentlich noch gar keins. Aber mit einem falschen Gesicht will er auch nicht herumlaufen. Sein Schluss ist, er versteckt sich, er verbirgt sich ganz, er verschwindet vollkommen, ist dadurch aber dann eigentlich auch nochmal
ganz stark präsent, gerade in der Familie. Also es ist so, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Buch geht es tatsächlich auch ganz viel um die Frage von Wahrhaftigkeit, Echtheit auf der einen, aber auch Illusion auf der anderen Seite. Was auffällt, ist, dass all diese Figuren, die durchaus Dinge tun, die man jetzt nicht gut finden muss, die verletzen ihre Nächsten, ihre Familien und so weiter, dass sie all diesen Figuren mit einer sehr großen Empathie begegnen. Die werden nicht beurteilt. Da gibt es überhaupt kein Schwarz-Weiß in diesen Büchern. Es gibt dieses Gut-Böse-Schema nicht, sondern es wird bei jeder Figur versucht, von Seiten der Erzählerin so neutral wie möglich, so wenig wertend wie möglich aufzutreten. Ist das etwas, was Ihnen besonders wichtig ist? Das ist mir beim Schreiben absolut wichtig. Ganz einfach, um der Figur tatsächlich auch den Raum zu geben, die sie braucht und die sie aber auch in Anspruch nimmt, um sich und ihre Handlungen voll zu entfalten. Dann ist es auch so, dass ich meine Figuren tatsächlich sehr, sehr mag. Also ich bin gerade auch jetzt, wo ich das jetzt wieder gelesen habe, seit langem wieder, ist immer so ein wirkliches Gefühl der innigen Nähe da zu dieser Figur. Ich mag diese Figur, ich mag auch den Älteren, ich mag auch seine Frau, ich mag auch die Eltern. Also eigentlich ist es ein Mögen dieser Figuren, trotz natürlich ihrer Schwächen. Aber es verhält sich vielleicht damit, also mit diesen Schwächen, so, wie es die Frau vom Älteren auch im Buch handhabt. Sie weiß ja zum Beispiel auch ganz genau, dass ihr Mann eigentlich ihr Lügen auftischt. Aber sie lässt ihn das auch so tun und kommt ihm eigentlich entgegen durch ihr Verständnis, was natürlich eine sehr große Liebe ihrerseits bedeutet, die er wiederum, obwohl sie eben nie darüber sprechen, tatsächlich aber auch als solche empfängt und dankbar annimmt. Also das ist auch gerade in dem Buch, in Ich nannte in Krawatte, so, dass es ganz viel ums Nichtbewerten geht. Die beiden kommen ja da, die beiden Hauptfiguren kommen da ja in ein ganz langes Gespräch. Und auch da ist es so, es spricht immer einer und der andere hört wirklich nur zu. Also der andere gibt eigentlich nicht seinen Senf dazu. Er sagt nicht, ja, das finde ich jetzt aber nicht gut, was du da getan hast. Oder solltest du nicht. Also er kommt auch nicht mit Ratschlägen oder nicht. Es ist tatsächlich nur ein mitfühlendes, verständnisvolles Zuhören, das dem anderen ja auch erst ermöglicht, so frei zu sprechen. Also es ist oft einfach nur ein anerkennendes das der andere von sich gibt. Und das ist auch das, was der Redende in dem Moment gerade auch dringend braucht. Und es entsteht ja auch eine ganz besondere Art von Freundschaft, von Nähe zwischen diesen beiden, die ja eine Nähe ist, die in beider Leben ganz außergewöhnlich ist. Es gibt ja keine andere Figur, der die beiden so nahe kommen wie diesem jeweiligen Gegenüber. Ja. Ich finde auch, weil Sie gesagt haben, dass mit der Wertung ist etwas, oder mit der fehlenden Wertung ist etwas ganz Wichtiges, das ist in diesem Wahrhaftigkeitsthema auch sehr stark drin. Es gibt diesen schönen Satz in dem Buch, den der ältere Mann eben sagt, der seine Frau immer belügt, wie Sie schon gesagt haben. Sie hat Besseres, sehr viel Besseres als die Wahrheit verdient, sagt er. Und das trifft diese Ambivalenz sehr gut, finde ich. Er hält ja da auch diesen Alltag aufrecht, ihr zuliebe auch irgendwo oder ihnen beiden zuliebe. Also es wäre ja eigentlich für ihn leichter, wahrscheinlich auch eine größere Erleichterung, ihr zu gestehen, er hat seine Arbeit verloren, er geht eigentlich gar nicht in die Arbeit. Er müsste auch nicht das Haus verlassen, er müsste sich in kein Hemd zwängen in der Früh, er müsste nicht die schwere Aktentasche schleppen. Aber er tut das alles, um wenigstens ja, diesen Alltag, den er ja auch irgendwann mal versprochen hatte, früher, ihr weiter auch erlebbar zu machen. Und darum weiß sie aber auch, obwohl er es nicht sagt. Also es ist eine sehr versteckte, aber doch auch tiefe Liebesgeschichte in dem Buch zwischen diesen beiden Eheleuten. Ist diese Ambivalenz der Figuren, ist das eine Voraussetzung? Ganz grundsätzlich, dass jemand eine Figur in einem Buch von Ihnen werden kann? Oder anders gefragt, könnten Sie überhaupt über jemand ausführlicher schreiben, den Sie bedingungslos
verehren oder den sie abgrundtief verabscheuen? Ich brauche auf jeden Fall Figuren, also meine Lieblingsfiguren sind eigentlich solche, die sehr innerlich veranlagt sind. Beispielsweise jetzt auch an dem Hikikomori-Thema hat mich auch interessiert, wie geht es jemandem oder wie ist die Sprache von jemandem, der so lange tatsächlich nur mit sich selbst war? Kann der widersprechen, wenn er spricht? Ich mag eigentlich sehr gerne innerlich veranlagte Figuren, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch, was eine Schwäche von mir ist, Außenseiterfiguren, also Figuren, die eher am Rand stehen oder eben auch im Falle von Herrn Kato, das ist jetzt nicht unbedingt eine Außenseiterfigur, aber doch auch eine Figur, die irgendwo beides hat, also sowohl Gutes als auch Schlechtes, und auch das Schlechte macht ihn jetzt nicht unbedingt schlecht, sondern beleuchtet eigentlich auch wieder eher so seine Liebenswürdigkeit oder das, was dann doch auch ihm gelingt oder worin er dann doch auch gut ist. Also ich denke, mit Ambivalenz haben Sie es vielleicht auch ganz gut beschrieben, aber eine gewisse Tiefe, die da ist und die man dann auch durchleuchten kann und die man in Form von Sprache ans Tageslicht befördern kann. Wie kommen Sie zu Ihren Stoffen? Wie finden Sie Ihre Stoffe? Sind das Dinge, die Ihnen in irgendeiner Form, in Form einer Person, in Form einer Geschichte, die Sie irgendwo lesen, begegnen? Ich denke, das passiert eigentlich ständig. Also ich habe das Gefühl, es reicht tatsächlich eine Straßenbahnfahrt hierher, um Geschichten zu begegnen. Also die ganze Welt schwirrt eigentlich von lauter Geschichten. Jedes Gesicht, dem man begegnet, erzählt schon irgendwo eine Geschichte. Und es braucht eigentlich nur das Hinschauen und das aufmerksame Aufnehmen, auch von Wortfetzen, die einem teilweise so auf der Straße anfliegen. Aber sehr oft passiert es auch beim Lesen, also beim Recherchieren beispielsweise auch. Man liest sich so von einem zum nächsten und stolpert über ein Thema, das einen irgendwo ja anzieht. Ich glaube, das sind ganz verschiedene Wege, auf denen Geschichten zu einem kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass sie zu einem kommen. Also es ist nicht unbedingt so, auch bei den Figuren habe ich oft das Gefühl, das sind tatsächlich Figuren, die dann irgendwo auch eine Eigenmächtigkeit besitzen. Also ich habe oft beim Schreiben nicht das Gefühl, ich bin jetzt diejenige, die schreibt, ich halte zwar den Stift, beziehungsweise ich sitze an meiner Tastatur und bewege meine Finger und ich denke natürlich mit und verleiht dem Ganzen Form, aber tief drinnen ist doch das Gefühl stärker, dass die Figuren ein Eigenleben besitzen und sehr wohl eigentlich tun, was sie wollen. Und ich folge ihnen eigentlich nur, also ich bin ihnen hinterher. Trotzdem sind die Stoffe aber so, dass sie jetzt nicht üblich sind, sagen wir es so. Also zum Beispiel im Herrn Kato, der im Buch dann Familie spielt, ist es ja so, dass da ein Pensionist auf irgendwelchen Wegen, ich sage jetzt gar nicht zu viel drüber, zu einer Agentur kommt, die Familienmitglieder vermittelt. Das heißt, er spielt dann verschiedene Familienmitglieder in verschiedenen familiären Situationen und da gibt es in diesem Buch zumindest einen sehr großen Markt dafür, weil er und die Dame, die ihn dazu bringt, die sind ja permanent beschäftigt. Ist das etwas, was es tatsächlich gibt, wovon Sie gehört haben? Tatsächlich gibt es das. Es ist jetzt in Japan, denke ich, auch kein blühendes Gewerbe vielleicht. Also ich glaube, das macht jetzt nicht jeder oder nimmt nicht jeder in Anspruch. Aber es gibt solche Agenturen, die Familienmitglieder vermitteln. Und ich bin da über eine Dokumentation darauf gestoßen, wo es eben um jemanden geht, der eine solche Agentur leitet. Und mich hat das einfach total gefangen genommen und fasziniert, wie er, also dieser Leiter der Agentur, seine Arbeit erlebt. In der Dokumentation ist das jemand, der eine recht unglückliche Beziehung führt, mit seiner Ehefrau auch in der Familie selber nicht wirklich so seinen Platz hat, eigentlich ganz ähnlich wie der Herr Kato. Und dann aber beim Spielen regelrecht aufblüht und da auch Emotionen empfindet, die von einer Tiefe sind,
die man ihm jetzt im Familienleben gar nicht unbedingt zutrauen würde. Er ist auch mal bei einer Hochzeit eingeladen und vergießt dort tatsächlich ganz ehrliche Tränen der Rührung. Und das ist etwas, was man ihm vielleicht in der Familie gar nicht zugestehen würde. Und ich fand dieses Nebeneinander oder Gegeneinander eigentlich von echtem Leben und dann aber unechtem Leben, in dem es aber durchaus echte Emotionen gibt, während man im echten Leben gerade auch oft dazu neigt, dass man eben sich unechte Masken aufsetzt, gern auch mal was sagt, was man eigentlich gar nicht meint, nur so tut als ob und so weiter. Also dieses Gegeneinander und Ineinander eigentlich auch von diesen verschiedenen Ebenen sehr, sehr spannend. Und das hat mich auch wirklich so eingeladen, ein Buch darüber zu schreiben und das auch mit einer Figur zu probieren. Und es ist in diesem Buch ja auch so, dass es das Echte und das Unechte in dieser klaren Form ja nicht gibt. Denn dieser Herr Cato und auch Arbeitskollegen oder Pensionistenkollegen von ihm, die lügen unter Anführungszeichen ja ohnehin immer, wenn sie irgendjemand etwas erzählen, weil sie eine Rolle erfüllen. Da gibt es einen, der immer von seinen Motorradausflügen erzählt, aber sicher nie Motorrad fährt. Herr Cato berichtet von seinen Paris-Reisen, die er nie gemacht hat. Also diese Grenze ist ja eine, die fließend ist. Wo fängt jetzt dieses Spielen eines Familienmitglieds an und wo hört quasi mein privates Leben auf? Das kann ja niemand sagen. Und vielleicht ist es ja, ist er auch beim Spielen eigentlich fast echter oder unmittelbarer er selber, als er es zu Hause mit seiner Frau ist. Das ist schon wieder die nächste Frage. Aber ich denke, wir machen das ja eigentlich auch ständig, dass wir Dinge erzählen, beziehungsweise Dinge in der Erzählung umändern, besser machen, so ein bisschen ausschmücken. Damit beginnt es meistens. Und dann bläst sich das oft auch so auf. Und es muss vielleicht nicht gar so weit gehen, dass man jetzt eine Reise erfindet nach Paris, so wie es der Herr Cato tut. Das wäre dann schon eine ziemlich hohe Stufe des Erzählens. Aber ich denke dennoch, dass wir das zu einem gewissen Grad alle machen. Also wir sind alle auch ein bisschen Märchenerzähler, einfach aus dem Wunsch heraus, wahrscheinlich uns selber irgendwo darzustellen oder vielleicht auch, um einem gewissen Traum von uns selber gerecht zu werden. Sie haben auch zwei kurze Textstellen aus dem Herrn Cato mitgebracht, die Sie uns jetzt vorlesen werden, glaube ich. Gerne. Auch da werde ich wieder den Anfang lesen, wo man Herrn Cato, die Hauptfigur, die eigentlich gar nicht so heißt, in seinem Ruhestand begegnet. Als man ihm sagt, dass alles in Ordnung ist, keine Auffälligkeiten, nichts Besorgniserregendes, für sein Alter tipptopp, da empfindet er neben der Erleichterung eine insgeheime Enttäuschung. Er hat gehofft, man würde etwas finden. Und auch wenn es ihm kaum bewusst gewesen ist, hat ihm die Hoffnung darauf ein Gefühl von Wichtigkeit gegeben. Man würde etwas finden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Eine Diät etwa, Sport, 3 Tabletten pro Tag. Maßnahmen, auf die er sich gefreut hat und die er trotz Vorfreude darauf, zuerst mit einigem Widerstand, dann sich nach und nach fügend, am Ende eifrig befolgt haben würde. Aber so? Was soll er machen? Man händigt ihm die Befunde aus. Er nimmt sie entgegen. Jetzt könnte er darauf zu sprechen kommen, wie schwer es ihm fällt, morgens aufzustehen. Aber da hat man ihn bereits aus dem Untersuchungsraum begleitet, zurück ins Wartezimmer, wo er am liebsten bleiben würde. Es ist schön hier. Man hat sich Mühe gegeben. An den Wänden hängen Fotos von Babys in Blumenkelchen und er würde gerne, sehr gerne davor sitzen bleiben, sich fragen, wie sie wohl dort hineingeraten sind, die Babys mit ihren Schmetterlingsflügeln, wie die wohl befestigt wurden an ihren schmalen weißen Rücken. Auch darauf hätte er zu sprechen kommen können, dass er sich immerzu fragt und fragt und fragt, ohne dass sich daraus ein Sinn ergibt und ob das nicht symptomatisch ist für eine Krankheit, dass er keine Ruhe hat vor den Fragen, gerade morgens nicht, wenn er die Augen aufschlägt, dass dann die Sinnlosigkeit auf seinen Brustkorb drückt. Oder ist das normal? Eine Alterserscheinung? Und es braucht Zeit, die er nun hat, bis er sich gewöhnt hat ans Zeithaben? Bei der Garderobe nimmt er seine Jacke vom Haken. Sie ist dunkelgrau, fast schon schwarz.
In dem Geschäft, wo er sie gekauft hat, sagte man ihm, die Farbe sei von einer zeitlosen Eleganz, sowohl klassisch als auch modern. Dazu der Schnitt von einer Schlichtheit, die stark im Trend liege und dabei gleichzeitig traditionell und also im Grunde nichtssagend ist. Den Gedanken hat er freilich für sich behalten, ebenso wie den, dass es wohl die letzte Jacke war, die er kaufte, das letzte Hemd, die letzten Schuhe. Diese Sachen, dachte er, genügen, mehr braucht er nicht mehr. Und es hatte mit einer Zufriedenheit erfüllt, derart bescheiden zu sein, in seinen Ansprüchen für sich selbst, zugleich mit einer Wehmut an jenem Punkt angelangt zu sein, von dem er immer geglaubt hatte, er befinde sich in weiter Ferne. Irgendwann würde er nichts mehr haben wollen. Nun war es soweit. Lächerlich. Jetzt sieht er es ein. Und dass er sich glücklich schätzen sollte. Hauptsache gesund, nicht auf die Uhr schauen, nicht seufzen, die Mundwinkel nach oben ziehen. Fast tut es weh, das Lächeln, mit dem er die Praxis verlässt. Ein leichtes Zucken im Gesicht. So in etwa stellt er sich einen Phantomschmerz vor. Und jetzt? Er gibt sich den Anschein, ein Ziel zu haben. Mit großen Schritten geht er los, als ob dort, wohin er geht, jemand warten würde und es von höchster Dringlichkeit wäre, rechtzeitig hinzugelangen. Müßig spazieren gehen, einfach so, um des Gehens willen, hat er probiert. Kann er nicht. Das Problem dabei sind seine Hände. Er weiß nicht, was tun mit ihnen. Wenn er sie in die Jackentaschen steckt, so fühlt er sich wie ein Schüler, der die Schule schwänzt. Und wenn er sie an sich herunterbaumeln lässt, so fühlt er sich wie ein davongelaufener Affe, der sich nach seinem Käfig sehnt. Und wozu auch spazieren gehen? Seine Frau meint, um die Knochen in Schwung zu halten. Sie schickt ihn jeden Tag vors Haus. Er solle doch eine Runde drehen, ihr nicht im Weg sein, will sie damit sagen. So gut kennt er sie. Und daher hat er sich angewöhnt, schließlich gar kein so schlechter Zeitvertreib, bloß dass er nicht spazieren geht, sondern läuft. Dieser Unterschied ist ihm wichtig. Wenn er einen Hund hätte, dann ja. Einen weißen Spitz, der ihn hinter sich herzöge. Eine der Vorstellungen, die bewirken, dass er einen Moment lang das Atmen vergisst. So sehr beglückt sie ihn, die Vorstellung von einer straff gespannten Leine. Aber okay, er versteht es ja. Seine Frau hat es ihm begreiflich gemacht. Ein Hund kostet erstens Geld. Zweitens hängt man sein Herz an ihn, kindisch. Drittens kein Urlaub mehr, viertens der Schmutz und fünftens irgendwann stirbt er. Was dann? Worauf er entgegengehalten hat, weil es das Kleinste war, gemessen an Geld, Liebe und Tod, und weil er im Kleinsten wenigstens da Recht haben wollte, dass sie ohnehin nie in den Urlaub führen. Worauf sie gelacht hat. Er auch. Sie plötzlich stumm geworden ist, er auch. Und sie beide für den Rest des Tages in ein ungemütliches Schweigen verfallen sind. Den weißen Spitz hat er danach nicht wieder erwähnt. Und er bemüht sich, so selten wie möglich an ihn zu denken. Manchmal passiert es ihm aber, zum Beispiel beim Essen, und seine Frau scheint es zu merken an der Art, wenn er ein bisschen mehr Salz verlangt. Eigentlich schön. Sie sind ein eingespieltes Team. Er denkt an etwas, sie merkt es, er merkt, dass sie es merkt, und auch wenn keiner von ihnen ein Wort darüber verliert, ist es, als ob sie einander über den Tisch hinweg anschreien würden. Man merkt da, wahrscheinlich schon nach den ersten Seiten, dass es jemand ist, der eben so gar nicht ruhig ist, sondern eigentlich kurz davor zu platzen. Herr Kato unternimmt diese Spaziergänge, also er läuft, wie er das nennt, läuft eigentlich nur ziellos in der Gegend herum, bis er einer jungen Frau begegnet, die ihn dazu einlädt, bei ihrer Agentur mitzumachen, die Familienmitglieder vermittelt. Es war ein bisschen schwierig, da jetzt eine Textstelle zu finden, wo Herr Kato schon als Spieler tätig ist, da diese Stellen zu lang wären. Ich möchte deshalb noch einmal in sein Haus eindringen mit Ihnen gemeinsam. Und zwar kommt er nach einem seiner Spaziergänge zurück und muss feststellen, dass seine Frau nicht zu Hause ist, was ihn unglaublich aufregt. Seine Frau ist nicht da. Er merkt es gleich. Ihre Tasche steht nicht auf der Kommode. Übrigens ärgerlich, dass sie sie immer dorthin stellt. Als ob es ihr zu viel Mühe wäre, sie an den Haken gleich daneben zu hängen. Stattdessen ein Zettel. Kurz weg, liest er. Essen im Kühlschrank. Bitte aufwärmen. Einen Moment lang versteht er den Sinn dieser einfachen Worte nicht. Und er liest sie mehrmals, sogar laut, um dahinter zu kommen. Kurz weg. Aber wohin? Essen im Kühlschrank. Doch nicht was Fertiges? Bitte aufwärmen. Wie jetzt? Im Topf?
Und er beginnt erst gar nicht wütend zu werden, denn es bringt nichts. Auf wen soll er wütend werden? Ist ja keiner da. Der glatte Spiegel wirft ihm sein vom Laufen erhitztes Gesicht zurück. Die Falte ist neu, denkt er und bringt seine Stirn ganz nah ans Glas, sodass er es fast berührt. Die grauen Schläfen, die hat er hingegen schon lang, ungefähr seit er 40 ist. Und er hat oft überlegt, ob er sie sich färben lassen sollte, bis es irgendwann komisch gewesen wäre, wenn er es getan hätte. Er hätte es gleich tun müssen. Nicht wie dieser Kahlköpfige, mit dem er allmorgendlich im selben Zug stand und den er eines Tages kaum wiedererkannte, weil er ein glänzend schwarzes Toupet trug und der ihm seit er fremd geblieben ist, so fremd, dass er ihm nicht wie zuvor über die Zeitung hinweg zunickte, er es einfach nicht mehr schaffte, ihm zuzunicken. Dann lieber so. Der Natur ihren Lauf lassen. Das Älterwerden akzeptieren, weil man ihm sowieso nicht entkommt. Schnell in die Pantoffeln. Sobald er in sie hineinschlüpft, ist er zu Hause. Die Innensohlen haben die Form seiner Füße angenommen und obwohl die Vorderkappe aus braunem Leder bereits reichlich zerschlissen ist und das Braun nur noch rückblickend braun, sind es die Innensohlen, um deren Willen er sich nicht von den Pantoffeln trennen mag. Er hat sie von seinem Vater geerbt und wenn es nach seiner Frau gegangen wäre, hätte er sie auf den Müll zu den anderen Sachen werfen sollen, den Zeitungen und den Töpfen und den Heizstrahlern, aber er hat sie behalten, weil sie das Erste waren, was ihm bei Betreten des Elternhauses ins Auge gefallen war. Wie sie da im Flur standen, einsam. Beinahe das einzig Persönliche, was ihm sein Vater hinterlassen hatte, außer den billigen Armbanduhren und einem Heftchen, in das er genauestens notiert hatte, wann er Stuhlgang und welche Konsistenz der gehabt hatte, ob Blut dabei gewesen war oder nicht. Und am Anfang war es ihm schwer gefallen, in den Pantoffeln zu gehen, denn die Zehen seines Vaters hatten sich jede einzeln tief ins Fußbett gegraben, so tief, dass er, wenn er sie trug, in dessen schlurfenden Gang zu verfallen schien und seine Frau sich beklagte, er sehe wie ein alter Mann darin aus. Nach einer Weile aber begann sein Abdruck, den seines Vaters zu überlagern und er konnte spüren, wie die Pantoffeln ab einem gewissen unumkehrbaren Punkt tatsächlich ihren Besitzer wechselten. Und danach gehörten sie ihm, dem Sohn. Er liebt sie. Ihm ist bewusst, dass das albern ist, aber er liebt sie aufgrund ihrer Geschmeidigkeit und weil sie ihm erlauben, in Momenten wie diesem, er ist nach Hause gekommen, hat Hunger und schwitzt, kurz an seinen Vater zu denken und dass es schön wäre, ihm heute wieder zu begegnen. Es geschehe ohne den Hass von damals, als er herausbekam, zufällig und viel zu spät, dass seine Mutter am Leben war. Ein Onkel hatte sich verplaudert. Eine kleine Unachtsamkeit, die all die Jahre des Lügens zwar nicht auslöschte, aber ihm im Nachhinein doch das Gefühl gab, dass seine Mutter die ganze Zeit über in der Nähe gewesen war. Sie, die in Wirklichkeit niemals mit ihm geschimpft hatte, weil ihr zum Schimpfen die dafür nötige Zuneigung gefehlt hatte. Bloß, dass er sich selbst gegenüber lieber bei der Version geblieben war, die er sich als Junge gewünscht hatte, einer aus Liebe strengen Mutter, die ihm, wenn es sein musste, sogar einen zärtlichen Klaps auf den Hintern gegeben hatte. Die Wahrheit war vergleichsweise schäbig. Statt ihn zu schimpfen oder zu klapsen, war sie mit einem Mann nach dem anderen ins Bett gegangen, schließlich mit einem von ihnen durchgebrannt. Und sein Vater, der das wohl für besser hielt, hatte sie nach ihrem Verschwinden schlichtweg für tot erklärt. Eine Tatsache, Punkt, gegen die er nicht ankommen konnte. Und es ist viel, denn keinen Hass auf den Lügner zu empfinden für all die Jahre, in denen er geglaubt hatte, sie sei tot, wo er doch stattdessen hätte hoffen können, sie würde zurückkommen, eines Tages. Er schlüge die Augen auf und sie sähe sie in ihrer üblichen Gleichgültigkeit, wie er die vermisste, am Küchentisch und blickte kaum auf, um Guten Morgen zu sagen. Um wie viel es leichter es ihm gefallen wäre, die dunklen Nächte zu überstehen. Bis heute wirkt es ihn, wenn er daran denkt. Dann aber schlüpft er in die Pantoffeln und schafft es, einigermaßen gelassen über diese Erinnerung hinwegzugehen, weshalb er die, die ihm seine Frau alljährlich zum Geburtstag schenkt, nicht anziehen mag und sie sich wiederum beklagt, er sei ein sturer, alter Mann. Er macht den Kühlschrank auf, alles da, sogar beschriftet, damit er, der Idiot, nicht verhungern muss. Er liest Mikrowelle 2 Minuten und an der Mikrowelle auf mittlere Stufe drehen. Stäbchen und Salz, wohl für den Fall, dass er noch ein bisschen mehr Salz verlangt, liegen auf dem Esstisch bereit. Daneben die Zeitung für danach schon aufgeschlagen an der richtigen Stelle, den Wetternachrichten, die er immer als Erste studiert. Nicht nach dem Frühstück, sondern nach dem Mittagessen, weil er, falls es vormittags regnen sollte, davon überrascht werden will. Ein Überbleibsel aus alten Tagen, als sie es waghalsig fanden, einfach drauf loszugehen, ohne Schirm, es geradezu anlegten, darauf klatschnass zu werden.
wenigstens das eine Mal, bei dem er mitmachte. Sie waren an einer Kreuzung gestanden, um sie herum fliehende Menschen, und hatten die Hände ineinander, sie gleichzeitig nach oben geworfen, wie in dem Film, in dem ein Mann und eine Frau, irgendwelche Franzosen, die viel rauchten, wenige Augenblicke später tödlich verunglückten. Eine Abschlussszene. Er erinnert sich noch genau an die Musik, mit der sie unterlegt war, an einen traurigen Walzer, und die Kamera fing ihre Körper ein, wie sie im Regen vor Glück ins Taumeln kamen, sie selig dahin taumelten, scheinbar endlos, bis es schwarz wurde auf der Leinwand und man das dumpfe Geräusch eines Aufpralls vernahm. So ein Mist! Er war außer sich gewesen. Was sind die so dumm und taumeln in ein Auto hinein, und das nach 3 Stunden, in denen nichts, aber auch gar nichts geschehen ist? Aber das sei so im Leben. Seine Frau erklärte es ihm. Es geschehe nichts, lange Zeit nichts, und dann, auf einmal, gehe alles zu Ende. Damals erwartete sie ihr erstes Kind. Noch einmal verrückt sein, bevor es zu spät ist. Es war ihre Idee gewesen, die Szene nachzuspielen. Mit ihrem schon kugelrunden Bauch war sie mit ihm den Hang hinunter bis zum Bahnhof gelaufen, der einzigen Kreuzung, die sich in dem Vorort als Kulisse eignete, und hatte ihn hinter sich herziehend darauf bestanden, dass sie sich nah, ganz nah, rief sie, an den Bordstein stellten. Und er war besorgt gewesen, nicht wegen der 2, 3 Autos, die mit Tempo 20 an ihnen vorübertuckerten, sondern wegen ihres Eifers, der etwas von Wahnsinn hatte, als er sich mit tropfenden Haaren nach ihm umwandte und ihn über die Schulter hin fragte, was er denn habe, ob er das bisschen Regen nicht für sie aushalten könne, was überhaupt los sei, ob er sie etwa für verrückt halte. Ehe er sie sachte zu sich zurückzog und sie noch sachter in seine Arme schloss, während sie weinte und weinte, und weinte, scheinbar endlos, das Wasser an ihnen beiden herunterfloss. Kann man diese wunderbaren Beschreibungen eines japanischen Ehelebens eigentlich in Japan lesen? Gibt es Übersetzungen ins Japanische von Ihren Büchern? Es gibt eine Übersetzung von Ich nannte in Krawatte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, dass das ins Japanische übersetzt wird. Ein Wunsch, der mich gleichzeitig natürlich auch ein bisschen mit Angst erfüllt hat. Wie ist es für den japanischen Leser, wenn er ein quasi japanisches Buch liest, das aber nicht von einem Japaner stammt, sondern von jemandem, der von draußen quasi reinschaut? Ich war dann ganz erleichtert und froh, dass das Buch sehr positiv aufgenommen wurde. Und es gab sehr viele schöne, positive Reaktionen darauf. Leider gibt es jetzt noch keine Übersetzung von Herrn Kato, aber ich hoffe, auch das wird irgendwann geschehen. Schreiben Sie auch auf Japanisch? Ich würde gerne. Das wäre sehr schön, wenn mein Japanisch so gut wäre, dass ich auf Japanisch auch Literatur machen könnte. Aber leider ist es eben nicht gut genug dafür. Ich kann gut Japanisch sprechen, im Sinne von, ich kann gut im Alltag zurechtkommen. Aber für Literatur braucht es dann doch auch ein bisschen mehr und auch einen Blick hinter die Wörter. Und da müsste ich wesentlich besser Japanisch können. Sie sind ja alljährlich in Japan, also schon deshalb viel unterwegs, aber auch sonst, unter anderem auch im Rahmen dieses Schreibartprogramms des Außenministeriums, ja in vielen verschiedenen Ländern und an vielen verschiedenen Orten als Lesende, als Reisende unterwegs. Was für eine Bedeutung hat dieses Reisen, dieses Unterwegssein für Ihre Arbeit? Reisen ist ja immer eine Bewegung. Und also ich denke, diese Bewegung hilft auch sehr, sich zu öffnen für bestimmte Eindrücke. Ich persönlich, ich liebe Reisen ohnehin. Wenn es dann natürlich mit einer Lesung verbunden ist, ist es dann noch grandioser, weil man irgendwie das Land auch auf eine ganz andere Art erfahren kann, dadurch, dass man mit einem Publikum zusammentrifft, dass man mit Organisatoren zusammentrifft, viele schöne Kontakte knüpfen kann. Das ist immer für mich eine aufregende und schöne Erfahrung. Und dann denke ich, dass beim Reisen auch genau das passiert, was aber auch in der Wiener Straßenbahn passieren kann. Man schnappt eben sehr viel auf. Man bekommt eben sehr viel Welt geschenkt durch Reisen. Und das ist etwas, was ja wiederum ins Buch im besten Fall mit einfließt. Reisen Sie mit Notizbuch? Ich habe eigentlich immer ein Notizbuch dabei gehabt. Ich spreche jetzt in der Vergangenheit, weil ich es mir ein bisschen abgewöhnt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Art inneres Notizbuch auch immer
gleichzeitig mit mir herumtrage, indem ich ohnehin alles notiere. Und das ist interessant, man glaubt es kaum, aber man verliert daraus auch nichts. Also alles, was später wieder irgendwann verwendet oder verwertet werden kann, ist da ganz sicher eigentlich verwahrt in diesem inneren Notizbuch. Ich überlege aber zurzeit doch wieder auch ein echtes Notizbuch mit mir zu nehmen, einfach weil es schön ist, mit dem Stift auf Papier zu schreiben und weil es auch eine schöne Erinnerung ist und später man ja manchmal darin noch wieder blättert und einfach es weht einen daraus etwas an, was eben aus der Vergangenheit kommt. Und es gibt doch auch Erinnerungen, die man, glaube ich, ohne Notizbuch oder ohne auch Fotos beispielsweise, das ist ja auch so ein wichtiges Instrument, dann doch nicht mehr in dieser Lebendigkeit vor sich hat. Aber was ich immer mit habe, ist ein Buch. Also das ist aber auch in der Wiener Straßenbahn dabei. Und Ihr nächstes Buch, wird es wieder in Japan spielen oder ist es etwas ganz anderes? Ich wäre gerne oder ich würde gerne wieder nach Japan reisen mit meinem nächsten Buch. Allerdings ist mir jetzt ein Text dazwischen gekommen. Es war eine Auftragsarbeit für das Projekt Ganymed, das immer im Kunsthistorischen Museum stattfindet. Und bei diesem Text habe ich zum ersten Mal probiert, eigentlich einen Unort auszuwählen für die Handlung, also einen Ort, der tatsächlich überall sein könnte, der keinen konkreten Namen hat, der auch gar nicht so sehr in der Realität verankert ist. Und das hat mir als Experiment zumindest sehr gut gefallen und hat mir auch gewisse Freiheiten in die Hand gegeben, die man dadurch natürlich gewinnt. Also man kann da sehr, sehr frei mit fiktiven Begebenheiten umgehen. Und es würde mich doch auch reizen, das mal zu probieren in einer längeren Form. Auf der anderen Seite möchte ich mich generell befreien eigentlich von gewissen Vorgaben. Also jetzt nur, weil die letzten zwei Bücher in Japan gespielt haben, muss jetzt auch nicht das nächste. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, vielleicht auch irgendwann ein richtig österreichisches Buch zu schreiben. Das wäre auch interessant. Oder beispielsweise auch historische Stoffe würden mich interessieren. Wie wäre es, einen Roman anzusiedeln, beispielsweise im 19. Jahrhundert? Wie hat damals die Welt geklungen, wie hat sie gerochen? Man müsste ja da ganz anders rangehen, auch an den Stoff. Das würde mich auch sehr, sehr faszinieren als Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen danke ich auch. Dankeschön.